So, wie führe ich jetzt das weiter? Also hier haben wir Stein an der Wand. Oben und unten weißes Holz und an, sozusagen als so diese, ich weiß nicht, wie man die nennt, diese Abdeckung, die immer in den Zimmern drin sind. Aber da lässt sich bestimmt noch was machen. Ihr könnt auch was runterschreiben, wenn ihr wollt. Also, falls euch irgendwas einfällt. Wir gucken mal ganz kurz zu den Monstern. Wow! Hi, Spinne! Hi, Creeper! Wie geht's euch? Aber na gut, da drin geht keine Party ab, aber sagen wir, es ist eine Wohngemeinschaft. Und bei einer Wohngemeinschaft ist es doch ganz normal, wenn ein-, zweimal am Tag irgendwie einer der Mitbewohner einfach mal verschwindet in den Tiefen der Dunkelheit. Aber ich wollte gar nicht zum Storage Room, ich wollte jetzt eigentlich noch weiter hier gucken, wie das zusammenpasst. Und ich habe eine gute Idee, ich führe das mal hier weiter. Und zwar überall, durchs gesamte Haus. Das wäre ganz gut. Ich mache das einfach mal hier weiter. Und ich habe viel zu viel mit Cobblestone gearbeitet, als ich noch keinen richtigen Stein hatte. Habe ich überall mit Cobblestone abgedeckt und das, Scheiße. Ja, ich habe den Repeater hier weggehauen, der für die Dings Storage Room Ding da zuständig ist. Warte mal kurz. Ist der im Weg? Nicht wirklich. Der ist nicht im Weg. Oh, ja, jetzt weiß ich, was im Weg ist. Okay, alles klar. Muss ich es so machen? So, das muss hier... Das ist scheißegal, oder? Ja, das ist scheißegal. Nein, das ist nicht scheißegal. Ah, verwirrt sein. So, da muss so Holz hin. Mach ich mal eine Torch hin. Dann so. Und der Redstone kommt hier drauf und dann müsste es wieder funktionieren. Denn dann geht das hier da rein. Und schon haben wir es was. Ich glaube aber... Ja, genau, das ist das Richtige. Okay. So. So, ich hoffe, das hat jetzt keinen zu großen Schaden angerichtet. So. Zackedi-zack. Ah, falsches Holz. Ich bin auch doof. So, jetzt ist offen. Okay, offen, ist gut. Hm. Machen wir jetzt den Cobblestone wieder weg? Vermutlich ja. Obwohl, ich könnte auch... Ja, da ist es. Da geht's hier hoch. Ja, und es funktioniert. Ich will das hier ein bisschen gleichmäßig machen. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Eventuell könnte ich auch einfach die Wand hier weghauen. Hier kommt gleich das alles zum Vorschein. Ja, genau. Ah, theoretisch kann ich doch einfach die Wand hier hin machen. Würde es funktionieren? Alles unten in Paletti hier unten. Zack. Alles funktioniert. Wollen wir sicher gehen? Jo, alles funktioniert. Ich kann auch die Wand hier eins weitermachen. Das habe ich gar nicht bemerkt, dass ich das machen kann hier. Zack, zack, zack. Dann habe ich hier eine Zweiwand. Muss ich aber auch hier das verbessern. Hier muss nämlich Redstone rein. Kannst du mal bitte... Sehr nett. Oh. Danke. Nein, nein. Du kommst da rein. Genau. So, jetzt noch eine Pressure Plate dahin und schon haben wir einen zweifachen Schalter, der hoffentlich funktionieren sollte. Wenn ich über beide gehe, passiert dann irgendwas. Wenn ich es so mache... Nein, alles okay, okay. Alles klar. Ich mache das mal bis hier hin. Kann ich das auch unten machen? Ich glaube, das mache ich nicht unten. Ich mache es nur oben.
aber... Das finde ich ganz sexy, wenn hier so, so ein kleines Fenster für die Dinge da ist. Aber Sandfarmen müsste ich mal, denn ich habe kaum Glas. Aber wir machen das mal provisorisch erstmal so. Obwohl, ich glaube, wir nehmen die Glaspaints. Die sind, glaube ich, besser dafür geeignet. Komm, genau. So. Also ich weiß nicht, also ich finde es schön, wenn ihr so ein kleiner Gang ist, wo man dann sehen kann, ah ja, da ist die Maschinerie. Und falls mal was schief läuft, kann ich auch mal hier überprüfen. Ja, so mache ich das. Dann habe ich hier auch einen schönen Gang, der allerdings nicht symmetrisch ist. Also hier ist helles Holz und hier nicht. Aber das sollte nicht groß stören. Obwohl... Ist doch eigentlich perfekto. Moment mal. Ich mach das nochmal an hier. Kann ich das eigentlich hier... Ja, ich kann das einfach wegmachen. Zack, zack. Das war falsch. Glaube ich. Genau. Das muss so hin. So muss es hin. Und dann hier hoch. So. Das war schön. Dann kann ich hier auch gleich das Hausdach mit einfärben. Und das passt dann auch mit der anderen Seite zusammen. Aber erstmal sammle ich hier das ganze Holz ein. Zack, 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 zack. Und zack. Dann kann ich hier eine Torch machen und hier eine. Dann habe ich auch gleich Beleuchtung hier. Hier unten ist ja garantiert nichts. Ich meine nur, da drin ist eventuell was. Ja, genau. Wow. Jedes Mal, wenn ich jetzt rein muss, muss ich hier das alles ersetzen. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht, oder? Ja, schon wieder was falsch gemacht. Na, scheiß aufs Holz. Willst du mich verarschen? Ah, das ist ja eins weiter, deswegen sieht das komisch aus, okay. Man muss hier das auch noch hin. Ja, das so ist es richtig. Okay, jetzt ist es richtig. Dann weg damit, weg damit. Ich mache einfach mal provisorisch erstmal Stein hin. Zack, zack. Ach komm, schon Musik. Wir machen mal... Moment. Haben wir denn was Schönes? Wie wär's mit Chris? Nein, nein. Wir machen mal... Das hier an. So. Ich hoffe, das wirkt jetzt einigermaßen. Aber ich finde, es sieht schon schön aus hier mit dem... Mit den Linien. Und am besten ziehe ich die nicht nach oben, sondern mache einfach hier weiter. Also praktisch so quer durch. Und zwar... Und es geht nur hoch, wenn auch wirklich die Treppe hochgeht. Also hier behalte ich es dann so. Nein, nicht so. Grr. Ich glaube, so passt es doch, oder? Ja, dann mache ich das wieder wie der andere Gang. Also praktisch dann oben und unten. Und ziehe das erstmal bis hier durch, weil ich weiß nicht, was ich da vorne bei mache, wo denn die ganzen Geräte sind. Am besten, ich ziehe den Gang nur hier lang. Und hier mache ich was anderes. Also hier am besten eine Cobblestone-Wand oder was auch immer.
sowas in der Richtung eben.